Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück in Madagaskar. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4. Wir haben einen weiteren Stützpunkt gefunden und dieser scheint glücklicherweise noch nicht entdeckt worden zu sein von den Shorelinern. Was mich ein bisschen irritiert. Waren sie noch nicht hier, weil es sie nicht zu finden gibt, oder waren sie noch nicht hier, weil wir sie mittlerweile komplett ausgerottet haben? Wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren. Oh Gott, oh Gott. Hoppa. Etwas fehl am Platz. Aber man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Zum Beispiel ein Piratenschatz? Vielleicht. Vielleicht? Hey, sieh mal hier. Mist, die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Wie zum Geier hast du das denn jetzt bitte gemacht, Sam? Sam kann zaubern. Wie ist der hier hochgekommen? Ohne Scheiß. Er war nicht hinter mir. War er hinter mir? Habt ihr das gesehen? Er war nicht hinter mir. Alles klar, Sam. Du kannst wahrscheinlich mehr, als du am Anfang zugeben willst. Dann verstehe ich. Sally ist da hinten. Die sind hier alle total verteilt. Sehr, sehr schön. Dann weiß ich aber nicht, Freunde, warum ihr mich hier alles machen lasst, wenn ihr hier so schnell seid und einfach in jeder Ecke sofort steht. Egal, neuer Eintrag. Ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Anne Bonny, Zug um Zug, Brücke. Ein bisschen schade ist, ich würde gerne ein paar Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Piraten haben, die wir hier, zumindest wo wir die jeweiligen Siegeln hier zu finden. Aber leider gibt es die nicht. Das ist ein bisschen schade. Ah, Shoreline muss schon hier gewesen sein. Wer es findet, dem gehört. Eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Ah, Kiste. Dein Freund und Helfer in der Not. Sally, jetzt haben wir dich gleich nochmal doppelt so gern. Du hast eine Kiste gefunden. Wer Kisten liebt, so wie wir, der kann nur ein guter Mensch sein. Das wissen wir ja alle. Ist sie denn auch gelb? Ist das eine gelbe Kiste? Wo ist die gelbe Kiste denn? Ja, die wird mit Sicherheit nicht hier unten sein. Aber wie gesagt, zu den Informationen der Mitglieder. Ich denke mal, dass das alles Averys Mitglieder sind. Ist jetzt einfach mal eine Grobschätzung. Es wird auf jeden Fall passen. Das sind wahrscheinlich die Mitglieder, die er durch diese Prüfungen rekrutieren konnte. Auf die hat dann das Paradies gewartet, wie es so schön hieß. Ne, wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, zudem ist das Schicksal fies. Nun gut, aber meistens haben Piraten ja auch nicht gerade den angenehmsten Tod erfahren. Und ich denke auch in diesem Falle, sie hatten wahrscheinlich noch ein glückliches Leben auf hoher See. Aber der Tod war dann in den meisten Fällen dann doch nicht so ganz angenehm. Also ich glaube, Piraten, ob jetzt fiktionell oder in der Wirklichkeit, sie sind selten friedlich. Friedlich bei ihrer Familie oder auch allein im Bett gestorben. Kann ich mir bei der Berufswahl nicht so ganz vorstellen. So, Sally, du hast eine Kiste gefunden, Kollege. Dann sag mir mal bitte, wo. Ach, das Spiel übernimmt den Job direkt. Natürlich da oben. Ja, das ist der Turm wird schon nicht umsonst da sein. Ach Gott. Oh, Freunde. Nate lässt langsam nach. Das wird wahrscheinlich die Hitze hier in Madagaskar sein. Oh Gott. Oh. So, dann gucken wir erstmal, ob wir... Wenn die Kiste aber da oben ist und wir brauchen die da hinten, dann bin ich jetzt aber mal echt gespannt, wie wir die da rüber manövrieren können. da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall was einfallen lassen. Ach, nehmen wir doch den Weg hier, der ist leichter. Oh Gott. Hey, sei vorsichtig, Junge. Du, ich hatte nicht vor, runterzufallen. Zumindest heute nicht. So, oh Gott, hier hoch. Und immer schön die Augen offenhalten, denn ich habe schon gesehen beim Rendern der Videos, ich habe den ein oder anderen Schatz, obwohl ich ihn eigentlich indirekt... Ah, wir können da hinten lang, alles klar. Obwohl ich ihn eigentlich indirekt gefunden habe, nicht aufgesammelt. Denn die Schätze, die blinken in dem Teil hier nicht so stark wie in den vorherigen Uncharted-Teilen. Und dementsprechend muss man am besten nochmal zweimal hinsehen. Denn ein, zwei Stellen sind mir beim Rendern, wie gesagt, aufgefallen, wo ich dann gesehen habe, oh, der hat ganz hey, leicht... Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Da hat ganz leicht okay, im Hintergrund... Bin oben. Pass auf. Da hat ganz leicht im Hintergrund was geblinkt und ja, das sieht man dann im Gameplay nicht, aber wenn man dann so als Zuschauer sich das Video anschaut, hat mich hart geärgert. Deswegen, Freunde, wir müssen jetzt ein bisschen besser aufpassen. Sam, Speziallieferung. Oh Gott. Oh. Okay. Ich wollte nicht mit. Ah, Scheiße. Au. Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut.
Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Alles auch schon her. Gut, meine Frage wurde beantwortet. So kriegen wir die Kiste runter. Und so sind wir dann auch runtergekommen. Oh, Nate. Du bist schon eine Marke. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Jetzt! Meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Ja. Das sagen sie dann immer alle. Ich mach hier sowieso gerade. Schau rein, Leute. Oh nein! Ach du Scheiße. Scheiße, ich habe hier keine Deckung. Was geb ich jetzt für ein bisschen Dynamit, Freunde? Nee, bist bescheuert? Hör auf. Ja, das ist jetzt natürlich dezent super, wo wir hier stehen. Einen besseren Platz hätten wir uns gar nicht aussuchen können. Scheiße, die überrennt Sam und Sully. Wir müssen... Sniper. Ich hab den gar nicht getroffen, aber okay. Der war nicht schlecht, der Wurf. Ich muss hier runter. Scheiße. Da ist Dynamit. Erstmal wieder runter. Auf den Boden der Tatsachen. So, jetzt machen wir das ein bisschen cleverer. Ich sag doch, von wegen hier ist nichts los. Alter. Na, warte. Danke, Sally. Oh Gott. Scheiße, ich kann nicht richtig schießen. Naja, von wegen hier problemlos und kein Ärger und sie war noch nicht hier. Oh Gott. Bin ich da wie so ein rohes Stück Fleisch an der Ecke, sodass auch wirklich jeder mich treffen kann. Ah, hier kann ich leider nicht hoch. Ich würde gern darüber, Sally. Nicht. Oh Gott, das war dumm. Nein. Ah, scheiße. Ja, das war's mit mir. Ja, ich bin tot. Ich habe das Fenster leider nicht erwischt. Mein Plan war durchs Fenster, aber irgendwie nicht, nein. Vielleicht kriegen wir das jetzt hin. Ich habe nämlich keinen Bock hier jetzt. Ah, Gott! Ah. Genau so wollte ich das. Sniper, schön. Die gehört mir jetzt. Ah, vor allem eine vernünftige Sniper, nicht so hier selbstgebauter Kram. Käse! So, wer will noch Käse sagen? Scheiße. Kommen sie mir alle aus ihren Löchern gekrochen. Sully, weg da. Käse. Komm jetzt her damit. What the fuck? What? Da war ein Sniper, ne? Ja. Da war ein Sniper. Natürlich. Da sollte man dann vielleicht drauf... Ach, oh Gott. Das mit dem Ziel müssen wir aber noch ein bisschen üben, Kumpel. Das kann besser laufen. Ah, scheiße. Der wollte gerade abhauen. Ich glaube, der lebt noch. Na, Jungs, wo seid ihr? Ich muss zuerst die Sniper loswerden. Die sind jetzt erstmal... Boah, ich hasse dieses, wenn... ich angeschossen werde und ich dadurch verziehe. Nichts, was ich mehr Shooter hasse. Ob es jetzt Ego oder Third-Person-Shooter ist. Aber was gebe ich jetzt gerade für eine Wunderkerze? Guckt euch das an, wie sie alle da aus ihrem Panzer rauskommt. Als wenn es hier irgendwas umsonst geben würde. Ja, genau euch meine ich. Zack. Na, stimmt, jetzt können wir noch hier meine Gold Magnum. Alter. Sully? Sam? Lebt er noch? Alles noch dran? Scheiße. Das war dein letzter Fehler, Freund. Und du bist auf... falsch. Ah, danke. Oh. Seite. Oh, fuck. Oh, sauber, Nate. Hey Nate, weg hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. Na gut. So, mal runter mit der Brücke. Besser ist das. Ja, warte mal, ich muss doch erstmal die Brücke hier runter machen, Freunde. Jetzt sitzen die beide. Hast du was, Junge?
Jetzt sitzen die beiden wieder schon im Wagen und keine Sau kümmert sich um die Brücke. Es ist unfassbar hier. Oh Gott. Wenn man nicht alles selber machen muss hier. Ja, so viel zu. Das ist ein leerer Kontrollpunkt. Sie sind noch nicht da. Hier ist alles sicher. Ja. Und jetzt hoffe ich ohne Ärger. Oh Gott, warum müssen diese Dinger immer so schwer sein? Bitte. Sesam, öffne dich. So, wieder runter. Ich würde gerne heil runterkommen, ja? Das wäre mir dann doch ein bisschen lieber. Na, komm. Jetzt habe ich mich hier verhangen. Und zack. Ui. Oh, Jungs, ey. Wenn er mich nicht hätte, du Freunde, dann hätte da jemand anderen. Weg da. Okay, auf geht's. So, weiter. So langsam kann ich hier unsere Söldnerkollegen nämlich überholen. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Na, ich hoffe ja mal nicht, ne? Weil wir haben doch recht wenig bis jetzt entdeckt. Was auf jeden Fall an mir liegt, das will ich jetzt nicht dem Spiel vorhalten. Aber es wäre doch ein bisschen schade. Entschuldigung. Vorsichtig, Junge. Rechts vor links! Der hat meinen Blinker nicht gesehen, der Arsch. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Scheiße, jetzt habe ich mich hier verhakt. Oh Gott, komm, Baby. Du willst es doch auch noch einmal richtig hier. Komm, wir haben es doch gleich. Oh. Meine Fresse, wer kam eigentlich auf die Idee, die Scheiße irgendwo mitten auf dem Vulkan zu bauen? Jetzt mal ganz ehrlich, Freunde. Hätte man das nicht irgendwie vielleicht, was weiß ich nicht, Gott, in einem Restaurant bauen können? Mitten in New York? Ich sehe mich mal um. Wie viel schuldest du, Alka? Genau. Die Hälfte. Ja, macht ihr da hinten mal Smalltalk, Freunde. Ich will mich hier erstmal umschauen. Das wären 400 Millionen. Ja, aber wenn Nathans Theorie stimmt, viel größerer Schatz im Spiel. Man sagt seinen Partner nie, wie viel er kauft. Ich war nicht davon ausgegangen, sein Partner. Ich nehme das Teil mal direkt mit, weil wir werden ihn finden, diesen Irren auszahlen und noch jede Menge übrig haben. Glaubt mir. Ja, das Teil kannst du aber recht lang machen, sehe ich gerade. Ich hoffe, jetzt, weil der Bitte? Stein im Weg ist, funktioniert das trotzdem. Das ist ein bisschen doof gemacht. Aber egal. Sollte auf jeden Fall klappen. Achtung! Oh. So, hoch da. Da hinten ist nämlich der letzte Kontrollpunkt. Dann mal los. Shit. Der Stein. Nein. Alter, hoch. Fuck! Scheiße! Ich hab dir... Halt dich fest, Junge! Ich hab dich, ja! Alter! Oh Gott! Komm wieder hoch! Nicht nach unten gucken. Nicht nach unten. Bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge. Okay, festhalten. Aufwärts. Langsam, Junge. Langsam. Nichts langsam. Schnell. Oh Gott. Ja, das war doch lustig, oder? Aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreib dir. Ich hatte alles unter Kontrolle. Oh Gott, ey, Brücke, bitte hey, stürzt dich ein. Brücke, stürzt dich ein! Da konnte hier kein Mensch ahnen, dass mitten in der Brücke ein scheiß Loch ist. Ohne Scheiß, sie sollten wirklich mal einen Inspektor oder so hier rüber schicken, der sich die ganze Scheiße mal hier anguckt! Oh Gott! Oh, nein. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Boah, Freunde, ich hab keinen Bock mehr. Ohne Scheiß, ich hab echt keinen Bock mehr mit euch. Was soll der ganze Kram? Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs.
Das scheint nicht nur der letzte Kontrollpunkt zu sein, hier scheint auch Feierabend zu sein, wenn ich das richtig sehe. Und ich muss auch sagen, es ist mir zu ruhig gerade. Viel zu ruhig. Okay. Hier können wir nicht rein. Das wäre auch viel zu einfach. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Eins! Zwei! Und drei! Was haben wir denn hier? Okay. Das sieht mir nach einer Art Vorratskammer aus. Waffenkammer? Auf jeden Fall sowas ähnliches. Aber natürlich gibt es hier nichts für uns zu finden, oder? Vielleicht ein kleiner Schatz? So am Wegesrande? Ah, guter alter Klassiker. Entweder ist es eine Bibliothek. Also ein Regal in der Bibliothek. Oder es ist einfach so ein random Regal. Aber immer schön hinter den Regalen. Okay, dieses TNT-Ding kann ich mitnehmen. Pulverfass. Schmeiße ich da einfach mal hin. Kann ich meine... Ja, mit der Sniper sollte man das jetzt nicht unbedingt machen. Robustes Regal. Also Stift- und Warentest, meine Freunde. Bestanden. Ja. Dahinter ist auch immer irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Dann mit natürlichen Mitteln. Verdammt. Zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Dann gucken wir mal, ob wir das Teil wenigstens in der Luft kriegen, wenn das Regal schon so ein... Vorsichtig mit dem Ding, Junge. Achtung! Wenn das Regal schon so eine Explosion überlebt. Bada boom, bada bang. Sag doch Achtung! Es wird dunkler. Sind wir jetzt in der Festung drin, oder was? Wir werden es gleich rausfinden. Oh Gott, das Ding ist auch noch aus. Komm! Sully! Lauf! Sam, warte! Na, er kann es nicht abwarten, Sam. Ich hoffe jetzt nicht, dass er einen Fehler macht. Ich kann ihn zwar verstehen, für ihn steht verdammt viel auf dem Spiel. Und vor allem, ja, er will ja den Schatz nicht nur haben, um sein Leben zu retten, sondern es handelt sich ja hier um einen sehr, sehr großen Schatz, trotz alledem. Aber ich hoffe, dass er jetzt in seinem Übermut keine groben Fehler macht, denn wir wissen ja, dass Sam ein kleines bisschen eingerostet ist, was den Beruf angeht. Ganz schön aufgeregt. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Ja, das wird's nämlich eben gerade sein. Aber ich glaube nicht nur das. Sam, bau keine Scheiße, warte auf uns. Niemals trennen. Wir wissen nicht, wo wir sind und wir wissen nicht, wo das Ganze hier hinführt. Und ich habe so das Gefühl, dass das ein Ort ist, wo schon sehr, sehr lange kein Mensch mehr war. Ah, gut. Jetzt geht's tiefer rein. Wow. Puh. Ich könnte mich echt an diese Rutschen gewöhnen, die einfach nur Rutschen sind und nicht in irgendwelche Abgründe führen. Sully, kommst du? Oder hast du eine Rutschenphobie? Keine Angst, Sully, das ist eine der guten Rutschen. Kannst ruhig runterrutschen. Er wird schon wissen, was er tut. Ich geh mal weiter. Oh, Sam, wie bist du, Fette, hier nur durchgekommen? Wow. Großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! Ich glaube, wir haben es gefunden. Wir sind auf jeden Fall richtig. So, Sam, du wartest jetzt mal. Wir schauen uns doch mal hier kurz um, ob wir hier noch irgendein kleines Andenken mitnehmen können. Normalerweise. An solchen Ecken versteckt sich dann noch auch gerne hier und da mal ein kleines Medaillon oder ein kleines Goldstück oder andere jeweilige gern gefundene Artefakte.
Aber das scheint diesmal nicht so zu sein. Ein Kruzifix. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Ihr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldrige, das Joseph Farrell und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht... Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen.